Ganz herzlich willkommen in Köln. Nach einem Jahr Corona-Pause laden Professor Dr. Max Otte und sein Team wieder zum Live-Privatinvestor-Tag ein. Hören Sie nun den Eröffnungsvortrag des Gastgebers Professor Dr. Max Otte. Von Angesicht zu Angesicht, dass wir es nach 2 Jahren wieder geschafft haben. Ganz große Freude meinerseits, dass Sie gekommen sind, um einen umstrittenen Vortragsredner zu hören. Ja, das geht mittlerweile sehr weit. Als ein Goldhändler vor 2 Wochen in Wiesbaden einen Kongress gemacht hat mit Ottmar Issing, Hans-Werner Sinn, Daniel Ganser, Max Otte, Daniel Stelter, hat die Frankfurter Rundschau im Netz eine Aktionsseite gemacht, Otte ausladen, Ganser ausladen. Die anderen seien ja okay. So weit sind wir. Also es ist wirklich eine große Freude für mich, dass wir hier zusammenkommen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht mit dieser ganzen Kiste. Gestern Abend las ich im ZDF, also auf der Webseite, eine Nachricht, wie radikale Schweizer gegen die Corona-Regeln demonstrieren. Radikale Schweizer, können Sie sich das vorstellen? Versuchen Sie sich das mal auszumalen. Ja, und da war ein schönes Bildchen dann dazu. Diese radikalen Schweizer hatten teilweise Lederhosen an, was natürlich sehr, das sind ja schon fast Symbole. Und dann haben sie große Kuhglocken gehabt, auf die sie ab und zu geklopft haben. Das sind die radikalen Schweizer. Ich begrüße Thomas Berthold, der gerade eingetroffen ist. Herzlich willkommen. Egal wie man steht zur medizinischen Seite dieser Pandemie. Ich saß neulich mit einem weltbekannten Psychotherapeuten zusammen, der gesagt hat, diese Pandemie hat meinen Glauben an die Rationalität zerstört. Wir hatten ein Glas Wein jeder und hat gesagt, bis vor einem Jahr habe ich gedacht, wir können uns darauf einigen, dass hier ein Glas Wein steht, wenn man die Zahlen sieht. Das scheint nicht mehr möglich zu sein. Und dann, wenn Sie darüber nachdenken, ich komme später noch mal ganz kurz dazu, ob es unabhängig von der medizinischen Bedeutung, über die ich mich nur in einer Folie auslassen werde, ob es Interessen gibt hinter dieser Pandemie, dann sind Sie natürlich schon ganz tief im verschwörungstheoretischen Terrain. Früher interessengeleitete Politik, interessengeleitete Wirtschaftspolitik, dysfunktionale Interessen, Machtstrukturen war eigentlich die Aufgabe der kritischen Sozialwissenschaft. Heute ist es Verschwörungstheorie. So haben sich die Zeiten gewandelt. Wir haben ein großes Programm. Ich habe heute Morgen viel für Sie vorbereitet. Mal schauen, wie viel davon durchkommt. 1,5 Stunden Vortrag, geballte Fakten. Dann hinterher baut sie Herr Berthold wieder auf, wenn ich sie runtergemacht habe. Und dann kommt was Positives. Und ich habe wirklich 1,5 Stunden Rückblick auf das Börsenjahr und Ausblick auf das kommende Börsenjahr. Dann geht es ins Mittagessen, ohne nicht zuvor eine kleine Besonderheit, zu der ich gleich komme, noch Ihnen anzubieten. Heute Nachmittag dann, wir haben ausführlich Zeit zum Treffen, zum Sprechen. Auch das ist ja wichtig, dass man merkt, man ist nicht alleine. Man kann sich unterhalten, man sieht jemanden, man kann sich vernetzen. Das ist so schwer geworden. Ich mache zum Teil in meiner privaten Event-Location, ehemaliger Dorfgasthof, mache ich ja Veranstaltungen, der ein oder andere war schon da. Das ist ein Hobby, das ist, würde mal sagen, Kostendeckungsgrad -400% oder 500. Aber gut, das kann man sich mittlerweile leisten, das mache ich auch gerne, einfach, dass wir im Gespräch bleiben. Nachmittags gibt es Investment-Ideen, die dann natürlich alle nochmal in der Spezialausgabe kommen oder viele davon und auch ausreichend Gelegenheit zur Diskussion. Wir schließen den offiziellen Teil oder den, sagen wir mal, Sachteil ab mit einem Vortrag von Oberst AD Ralf Thiele zu Cyberangriffen, Desinformation und Fakes, also was alles mittlerweile im Cyberzeitalter möglich ist. Das ist ein faszinierender Vortrag. Er hat ihn schon mal in Köln gehalten, von einem anderen Auditorium auch, aber von mir initiiert und heute dann nochmal hier mit aktuellen Sachen. Ja,
für die, die das erste Mal da sind und auch für die, die schon vielfach hier gewesen sind. Ich sehe zum Teil Kunden, die ich seit 19 Jahren kenne. Die längsten sind jetzt seit 20 Jahren dabei in der Vermögensverwaltung. Komme ich gleich drauf auf die. Auch das ist ein Zeichen, das freue ich mich über diese langjährigen Kundenbeziehungen. Denn das beste Marketing ist, Kunden zufrieden halten und langfristige Kundenbeziehungen einzugehen. Das war immer unsere Philosophie und ich hoffe, das klappt auch. Zu mir möchte ich gar nicht viel sagen. Mittlerweile bin ich ja alles Mögliche. Also die Karriere ging ja so vom Professor an der kleinen Fachhochschule, dann war ich ja nachher an der Universität, zu einem von Deutschlands bekanntesten Ökonomen. Ich zitiere jetzt nur die Mainstream-Medien. Also erst Professor an der Fachhochschule und Crash-Prophet, dann einer von Deutschlands bekanntesten Ökonomen, jetzt wieder Crash-Prophet. Ist auch eine Karriere. Zu unserer Firmengruppe. Mittlerweile ein veritabler Finanzdienstleister, der im Prinzip im Verbund agiert und fast alle Bedürfnisse abdeckt. Wir haben natürlich Finanzinformationen, die Keimzelle des Unternehmens. Ich habe 1998 im Dezember die Idee gehabt und dann dauerte das eine Zeit. New Economy, eine Pleite war auch dabei, Auseinandersetzungen mit Freenet und anderen Geschäftspartnern. Und dann 2003 haben wir tatsächlich gestartet, also mit Privatinvestor, mit IAVE, was dann meine Firma ist. Mittlerweile haben wir zwei, komme ich gleich noch drauf, zwei Informationsdienste. Dann kamen die Fonds 2005, Privatinvestor Kapitalanlage GmbH, auch in Köln. Und seit 2013 arbeite ich mit Frühpartner zusammen, bin dort auch im Verwaltungsrat und Teilhabe an der Firma, Partner in der Firma mit knapp 10%. 9,19 darf ich nicht, dann würde ich in Amerika doppelt besteuert. Also von daher bin ich ja auch Amerikaner, wie auch immer. Also 9,9%, der Früh ist auch da. Ralf, bist du gerade im Raume? Da hinten ist er. Und ja, Firma Frühpartner hat eine phänomenale Entwicklung genommen in diesen 7 Jahren. 2,5 Milliarden Franken verwaltetes Vermögen, 30 Mitarbeiter. Und das kann man nur, wenn man gut arbeitet, denn groß in der Öffentlichkeit treten sie nicht in Erscheinung. Zu der IAVE, Finanzinformationen, der Privatinvestor seit 2003, ca. 2600 Abonnenten. Das Politikmagazin, das Markus Gärtner unabhängig aufgebaut hat. Ein YouTube-Kanal mit 173.000 Abonnenten und knapp 4.000 Abonnenten im Politikmagazin. Der Markus ist heute auch hier. Bist du im Raume? Ja. Da ist er. Sechs Fonds, davon drei für Zeichenbar, das andere sind Spezialfonds, ungefähr 460 Millionen. Und auch da geht ja das Framing seit mittlerweile 5 Jahren, er ist Crash-Prophet und die Fonds performen irgendwie mäßig. All das steht ja in den Mainstream-Medien drin und zwar hartnäckig. Und deswegen mein Dank an Sie, dass Sie hier sind, denn das stimmt natürlich nicht. Ich zeige es gleich. Das Team, nicht komplett. Kerstin Franzisi ist in der Schweiz. Die Aufnahme haben wir neulich gemacht. Kerstin, bitte, Chefredakteurin IAVE. Seit 15 Jahren dabei. Früher bei mir Studentin, dann der Crash kommt mit als Research-Assistentin und dann Chefredakteurin Privatinvestor. Wir sind umgezogen an den Rhein in die Räumlichkeiten der Kreditreform. Das ist unser neues Gebäude. Ich bin also nicht das Ganze natürlich, sondern ein Teil. Aber sehr schön. Ich habe an unserem Standort, an unserem alten auch gehangen. Das war in Uninähe und ich bezeichne mich als einen sogenannten Hanger-on. Hangers-on sind in den USA diejenigen, die lange nach Abschluss immer noch in Uninähe herumhängen und es zu nichts gebracht haben. Und ich sehe mich als Hanger-on. Lindenthal, ein Stück von Sülz, das ist einfach Ming-Fädel, zu dem ich nach langer Auslandsaufenthalt zurückgekommen bin. Da bleibe ich dann auch. Viele Jubiläen, also 83 erste Aktien, 38 Jahre, 98 erster Finanzinformationsdienst, 23 Jahre, Gründung PI Global Value, 13 Jahre. Wenn Sie überlegen, dass der durchschnittliche Fondsmanager 4 bis 4,5 Jahre seinen Fonds managt, dann sehen Sie die Vorteile eines inhabergeführten Fonds.
Ja, ist ganz einfach. Wenn jemand in dieser Branche schlecht ist, wird er ausgewechselt. Wenn er gut ist, wird er abgeworben. Das ist wie im Fußball. Und wenn man aber den Laden selber hat, dann kann man auch etwas mehr Kontinuität reinbringen. Frühpartner 13, PI Vermögensbildungsfonds 13. 16 war ich auf der ersten Demo meines Lebens mit Joachim Stabatti und Thorsten Schulte gegen die Abschaffung des Bargeldes vor der Frankfurter Hauptwache. Und da war das ZDF da und das war ein bisschen komisch irgendwie. Ich habe da auch irgendwie nicht so, also ich habe mich sehr bedeckt gehalten. Und schon damals war die Heute-Show da, um diese Demo zu diffamieren und zu diskreditieren. Also das geht schon eine Weile. 2016 unseren Max-Otte-Multiple für Lösungen außerhalb Deutschlands, natürlich völlig gesetzeskonform. Ab 100.000 Euro können Sie den auch in Deutschland zeichnen, ab 50.000 auch für Privatanleger in Liechtenstein. Dieser Fonds kann physisches Gold und Silber halten, da machen wir also Aktien, Gold, Silber und vielleicht etwas Liquidität. 2020 unsere BaFin-Lizenz zur Vermögensverwaltung für Fonds. Und seit 2021, Kerstin ist das schon seit 5 Jahren, sind auch Alan Galecki und Pascal Andres Partner und Prokuristen der PI Kapitalanlage. Vielleicht mal alle Prokuristen noch einmal aufstehen oder auch Geschäftsführer. Wir führen die Firma partnerschaftlich, das heißt, wir haben eine Gehaltsobergrenze, die ist jetzt, sagen wir, wenn man es mit einem Normalverdienst vergleicht, durchaus, also ist ordentlich, aber wenn man es mit der Finanzbranche vergleicht, stark gedeckelt. Und alles andere muss über den langfristigen Unternehmenserfolg kommen. Ganz einfache Philosophie und so sind wir auch langfristig alle daran interessiert, dass das funktioniert. So, einen blauen Balken gibt es da unten noch. Wir haben nämlich einen Geburtstag zu feiern, 18 Jahre. 18 Jahre IFVE, Volljährigkeit. Und da möchte ich Sie vor dem Mittagessen alle zu einem Glas Champagner einladen. So, wir haben neue Höchststände in den Fonds, in allen. Und das trotz Pandemie. Sie sehen auch innerhalb des Corona-Crashs diesen massiven Einbruch und seitdem 60%, 70%, 80% gewonnen. Morningstar gibt uns über 5 Jahre 5 Sterne, also die Bestnote. Und Morningstar steht uns nicht gerade freundlich gegenüber. Also Sie werden sicherlich genau geguckt haben, wie das so ist. Wenn Sie das im Vergleich sehen und das also seit Corona sehr gute Aufholjagd. Wir sind volatil, weil wir am Aktienmarkt sind. Die Einbrüche machen wir teilweise mit und wer schon lange dabei ist und die meisten sind schon lange dabei, die wissen, danach geht's eigentlich immer wieder hoch. Es kann natürlich auch mal anders kommen, aber wir sind Langfristanleger. Die Performancezahlen, PI Vermögensbildungsfonds über 5 Jahre fast 60, Global Value 70, Max Otto Multiple 60. Von den Konkurrenten, die habe ich mal der Pietät halber nur abgekürzt. AG, okay, 56, DJE auch okay, 58, alle anderen weit abgeschlagen. Also FVS, ja, ich belasse es mal bei den Kürzeln, FAS, TB, BWM und auch DM. Die Indizes laufen gut. Also der MSCI World in Euro ist auch ganz vorne dabei und dann heißt es immer, ja, hättet ihr nur den Index gemacht. Tja, der Index ist dumm, also ich habe da oft genug drüber gesprochen, wenn es mal dieser Index nicht mehr läuft, dann stehen Sie dumm da. Also wir müssen als Fondsanleger oder Fondsmanager die Zukunft antizipieren. Der Index bildet die Vergangenheit ab, wir müssen uns auch anders positionieren als der Index. Wenn es dann wirklich crasht und die Leute raus wollen aus ihren ETFs, dann kommen da noch unter Umständen Liquiditätsprobleme. Also es gibt einen riesen Unterschied zwischen Indexfonds und gemanagten Fonds. Wenn man einen Indexfonds beimischen will, einen breiten, weltweiten oder einen ganz breiten, ja, Spezialindizes schon gar nicht. Da gibt es ganz viele von. Auch die Musterportfolios sind weitergelaufen. Dazu finden Sie einen Brief in der Sonderausgabe genug dann. Ja, das Sachwertemagazin hat mal meine Prognosen unter die Lupe genommen. Das heißt ja immer, der Crash-Prophet,
Panikmache, Geschäft mit der Angst. Also ich meine, auch jetzt Marcel Fratscher, mein Lieblingsökonom, der ist übrigens so diskussionsfreudig und tolerant, dass er sogar Daniel Stelter geblockt hat. Das ist Fratscher. Aber der Regierung nach dem Mund reden. Habe übrigens Sinn wieder getroffen in Wiesbaden auf dem Kongress. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Wir haben damals 3 oder 4 Veranstaltungen zusammen gemacht. Das ist einer, der in dieser Pandemie auch einen völlig anderen Blick hat. Also da ist er einfach auf dem anderen Trip, aber eigentlich ein diskussionsfreudiger und offener Mensch. Und da gibt es schon Unterschiede. Ja, und wenn ich mir dann meine Prognosen anschaue, Sie können das im Sachwertmagazin lesen, was so öffentlich verfügbar ist. Wir sind ja Stockpicker, wir schauen auf die einzelnen Investments und die Makroprognosen, wo geht der Markt hin, sind nur ganz am Rande vielleicht für die taktische Asset Allocation interessant. Aber Basis ist das Aussuchen solider Langfristinvestments. Und wenn ich mir das anschaue, sind über 80% positiv. Wenn Sie, ich gucke mal gerade, ob das, wenn Sie hier schauen, der Crash kommt, Januar oder Herbst 06, dann wie ein Junge im Süßwarenladen Aktien kaufen, es gibt eine neue Finanzkrise, viele Aktien sind brutal unterbewertet, der DAX bei 7.500 fair bewertet, kann aber auf 10.000 steigen, dann geht das weiter. Hier zum Beispiel habe ich irgendwo 2016 gesagt, DAX 14.000, was völlig außerhalb des Radarschirmes war. Also die roten Geschichten halten sich doch in Grenzen. Dies hier war 18 auf dem Fondkongress in Mannheim. Da war ich der Einzige, der gesagt hat, bisschen vorsichtiger werden. Alle anderen waren da noch sehr euphorisch. Aber wie gesagt, Makroprognosen sind nicht das Erfolgsgeheimnis. Draußen der Privatanleger, alle gucken sie, wo steht der DAX, was macht der DAX? Das ist es nicht. Auch in so einer Krise, und das haben Sie gesehen, finden sich gute Investments, finden sich sogar Top-Investments, weil es eben auch Krisengewinner gibt. Wir haben gerade das, was Schumpeter eine große schöpferische Zerstörung nennt, nur dass diese Zerstörung eben aus meiner Sicht interessengeleitet ist und politisch gewollt ist. Also es werden viele alte, der Kapitalstock wird teilweise obsolet, also alte Geschäftsmodelle zerbrechen unter diesem Druck und neue entstehen. Als Investoren müssen wir da im Großen und Ganzen mitmachen. Es hilft ja nichts. Wir können ja nicht mit unseren paar hundert Millionen da den Markt verändern. Das ist illusorisch. Ja, wo stehen wir? Ich wollte das aufzeigen. Da wird die Zeit nicht reichen, was so in den letzten 2 Jahren passiert ist. Drohnenangriffe, das war auch... Liebe Zuschauer, das war der erste Teil der Rede von Max Otte auf dem Privatinvestortag 2021 in Köln. Die nächsten Teile werden in Kürze veröffentlicht.